Die Porsche Informatik ist eine hundertprozentige Tochter der Porsche Holding Salzburg. Die Porsche Holding ist die Vertriebsorganisation für die Volkswagen AG und ist in drei Säulen aufgeteilt. In den Großhandel, in den Einzelhandel und in Finanzdienstleistungen. Und die Porsche Informatik hat die Aufgabe, die Porsche Holding mit ihren drei Säulen bestmöglich zu unterstützen, sei es in der Softwareentwicklung und auch im Betrieb. Wir sind derzeit 450 Mitarbeiter am Standort Salzburg und sind mit unseren IT-Lösungen in 26 Ländern von Südamerika wie Chile oder Kolumbien bis Asien, zum Beispiel Malaysia, vertreten. Der Handel mit Mobilität ist für uns als Autohändler extrem wichtig. Darum ist es auch wichtig für uns, mobil zu sein. Unsere Kunden sind total verschieden. Wir unterstützen den Importeur, genauso wie das Autohaus oder auch die Porsche Bank als Finanzdienstleister, als Kunden. Des Weiteren unterstützen wir aber auch unsere Endkunden mit Webportalen zum Beispiel oder Apps. Gerade in den letzten zwei Jahren hat sich hier in diesem Bereich sehr viel getan. Gerade Business-Apps werden immer wichtiger. Wir entwickeln bei uns im Haus eigene Apps, um die Digitalisierung im Autohaus weiter voranzutreiben. Unter anderem zum Beispiel die Digitalisierung von Kaufverträgen oder Leasingverträgen. Der Autoverkäufer übergibt dem Endkunden, sprich den Autokäufer oder dem Leasingkunden, ein Tablet und dieser unterschreibt alle notwendigen Dokumente auf dieser App. Wir werden das Thema Mobility in den nächsten Monaten noch weiter vorantreiben und das in Form eines Digital Workplaces. Das bedeutet, dass wir die Mitarbeiterproduktivität, aber auch die Flexibilität mit IT-Lösungen noch weiter erhöhen möchten. Wichtig hierbei ist die Flexibilität, dass ich zum Beispiel mit meinem Laptop eine Arbeit beginne und mit meinem Smartphone beende. Gerade für uns als global agierendes Unternehmen ist das Thema Collaboration und Communication sehr, sehr wichtig. Mit dem Digital Workplace wollen wir unseren Mitarbeitern ermöglichen, plattformübergreifend arbeiten zu können. 2011 haben wir mit MDM gestartet. Mittlerweile ist MAM, also wirklich Mobile Application Management, sehr, sehr wichtig für uns. Mit dieser Technologie werden wir unsere Benutzer zukünftig noch besser unterstützen.